Im Durchschnitt sind es mehr als 40 Patienten täglich, die mit dem Rettungswagen oder eigenem Fahrzeug in der Notaufnahme des Elbland-Klinikums Radebeul ankommen. Alles gut? Alles gut. Mit dem Ohr wieder besser? Ja. Super. Dann nähen wir jetzt mal den Arm, ja? Was machen wir? Die Arme müssen wir nähen. Nähen? Das sind große Wunden. Ja. Ja? Prima. Also unser Haus hat ja die innere Medizin, hat die chirurgischen Kliniken, aber vom Schwerpunkt her sind wir eher chirurgisch geprägt. Heißt aber auch, dass wir die internistischen Patienten genauso mit sehen. Alles gut bei Ihnen? Ja, ja. Ja, tut noch irgendwas weh? Nee. Nee, prima. Eigentlich nicht. So. Genau. Der Patient ist aus dem Bett gefallen beim Schlafen und ist mit dem Arm angeschlagen am Bett oder an der Kante. Und wir müssen jetzt die Wunden versorgen und er hat große Blutergüsse. Die kann man nicht unter der Haut lassen, sonst würde die Haut platzen. Das heißt, machen die Wunde sauber, verbinden die Haut wieder und holen den Bluterguss raus. Kleine Naht, mach mal rein. Gib mir mal einen 4-0er. Und hier die Wunde können wir leider nicht nähen, weil das ist zu dünn. Da würden wir alles zerreißen. Das heißt, wir kleben das mit einer Art Klebestreifen. So. So, dann machen wir noch die andere Seite. Zack. Schön. Hängt ihr ihn nochmal an den Kreislauf und dann gucken wir weiter. Ja? Das heißt, man horcht auf Lunge, auf Herz, untersucht den Bauch ganz grob, ob dort alles in Ordnung ist. Ja? Der Patient ist bloß relativ häufig bei uns, deswegen ist es jetzt keine 1-zu-1-Kontrolle. Ne? Die erzählen wir dann, ob es Probleme gibt und dann schaue ich mir den natürlich selber nochmal an, wenn es Probleme geben sollte. Wow. Genau. Dass man sozusagen nichts verpasst, ne? Nicht, dass er jetzt eine Lungenentzündung hat und wir stürzen uns noch aufs Ohr. Parallel warten weitere Patienten auf Behandlung. Die Schwere der Erkrankung bestimmt dabei die Reihenfolge. Wenn Sie sich anstrengen, zum Beispiel die Treppe hochlaufen oder irgendwie ein bisschen zügiger gehen, gibt es da Probleme, dass Sie schwindelig wird? Das kennen Sie auch. Bei dieser Patientin zeigen sich erste Symptome eines Herzinfarkts. Ja, die Patientin hat Beschwerden im Brustkorbbereich, wo wir jetzt noch nicht genau wissen, ob es vom Herzen kommt oder von den Rippen, von den Muskeln. Und das heißt, wir machen dort die Diagnostik fürs Herz und schauen uns aber auch die Rippen an klinisch. Ja? Im ersten Eindruck wirkt es jetzt nicht so, als wäre ein Herzinfarkt vorhanden, aber das muss man im EKG leider nicht immer in allen Fällen sehen. Das heißt, wir brauchen da auch Laboruntersuchungen. Auch der Patient mit den Verletzungen an Ohr und Unterarmen bekommt weitere Untersuchungen. Als erstes werden die Arme geröntgt. Das Nähen der Wunden an den Unterarmen hat er gut verkraftet. So, jetzt sieht man hier Vitalwerte maschinell. Das heißt, das ist das, was der Monitor misst und nicht, was das Pflegepersonal direkt misst. Das läuft automatisch ab. Lila ist die Sauerstoffsättigung, rote Kurve ist der Herzschlag und grün sind die Blutdruckwerte. Ja, das heißt, ich habe dann zwischen 9 Uhr und 10.30 Uhr eine komplette Überwachung und sehe, dass es dem Patienten zu keinem Zeitpunkt schlecht ging. Um die Patienten kümmern sich in der Notaufnahme des Elbland-Klinikums Radebeul Mitarbeiter unterschiedlichster Spezialisierungen. Also wir haben einen ärztlichen Teil, wir haben einen pflegerischen Teil. Der pflegerische Teil ist bei uns sehr bunt gemischt. Das heißt, dort habe ich auch Personen dabei, die eigentlich im Rettungsdienst verortet sind, Notfallsanitäter zum Beispiel, über die ich mich sehr freue, weil sie die Schnittstelle wunderbar bedienen. Als Notaufnahmen passen wir immer nicht so richtig zum Krankenhaus, passen aber auch nicht so richtig zum niedergelassenen Arzt, sondern bewegen uns dazwischen. Deswegen brauche ich auch speziell ausgebildetes Pflegepersonal. Dann gibt es die neue Zusatzbezeichnung der Pflege, Notfallpflege. Auch dort haben unsere klassischen Krankenschwestern aufgestockt. Ansonsten sind auch kranke Pflegehelfer, Schwestern, Schülerinnen. Wir haben viele Hospitanten bei uns, die viel gucken, weil man in der Notaufnahme viel erleben kann bei uns. Und ärztlicherseits sind es bunte Mischung aus Chirurgen, aus Internisten und Allgemeinmediziner. Für die Allgemeinmediziner bin ich ganz sehr dankbar. Einerseits profitieren die sehr in ihrer Ausbildung, weil sie viele Erkrankungen sehen können. Verschiedene Erkrankungsschwere, verschiedene Verletzungsschwere und die haben einen unheimlich weiten Blick. Ja, die Fachärzte sind meistens sehr auf ihr eigenes Gebiet beschränkt. Das muss nicht negativ sein, man kann dadurch viel mehr Spezialwissen an die Patienten bringen. Aber für die Notaufnahme ist ein unheimlich breit gefächertes Wissen wichtig. Und deswegen bin ich ganz sehr froh, die Notfall- und Allgemeinmediziner bei mir zu haben. Im System leuchten die nächsten Patienten auf.
Je nach Schwere sind sie farblich unterschiedlich unterlegt. Derzeit gibt es grün, gelb und orange gekennzeichnete Datensätze. Der Assistenzarzt will Allgemeinmediziner werden. Das ist in dem Falle eine ärztliche Zusatzweiterbildung, die nochmal Weiterbildungskurse und entsprechende praktische Erfahrungen bedingt und auch Vorkenntnisse bedingt. Entweder Notaufnahme oder Intensivstation. In meinem Fall habe ich jetzt zum Glück schon beides. Und das gliedert sich dann eigentlich sehr gut in den Praxisalltag mit ein. Man hat tagsüber seine Sprechstunde und dann abends und in der Nacht, beziehungsweise auch mal 24 Stunden seine Notarztdienste, die man fährt. Der Alltag in der Notaufnahme bietet so ziemlich das gesamte Spektrum an Erkrankungen. Also für mich gehört es zu großen Teilen dazu. Es hängt natürlich immer ab, was möchte man später machen, wo möchte man hingehen. Aber ich finde, es gehört zu den Grundlagen eines Arztes, auch im Notfall handlungsfähig zu sein, Leitsymptome zu kennen und dann eben auch schnell die entsprechenden Schritte zu sehen, egal in welcher Art und Weise man dann später mal tätig wird. Für mich ist es als Notarzt später dann natürlich besonders interessant, hier zu sein. Inzwischen wurde ein Patient, der eigentlich als leicht angemeldet war, vorgezogen. Die Mitarbeiter hatten bemerkt, dass es ihm offensichtlich nicht so gut wie angegeben geht. Der Patient war zu Fuß in die Notaufnahme gekommen, nachdem er sich mit der Kettensäge an der Hand verletzt hatte. Er hat interessanterweise auch erst den kassenärztlichen Notfalldienst angerufen und hat gefragt, wie er sich verhalten soll. Und die Kollegen dort am Telefon haben gesagt, korrekterweise, bitte in die Notaufnahme gehen und haben ihm noch bestimmte Unterlagen genannt, die er mitbringt, was uns sehr hilft. Was wollten Sie denn sägen? Ich habe einen Baum geschossen, und das ist alles gut gegangen. Gut. Und dann noch zwei Stunden passt man dann über so läuft. Und, ja, Metall war aber nicht dabei. Nein, von der Säge, ja. Nee, ist richtig, aber Sie haben kein Metall im Stamm oder irgendwas gehabt. Okay, gut. So, darf ich Sie bitten, die Hand ein bisschen nach außen zu drehen? Wunderbar. Okay, wir fangen mal mit dem kleinen Finger an. Können Sie den bewegen? Mhm, nochmal? Mhm, gut. Spüren Sie das? Ja. Ja. Können Sie den Finger gerade machen? Mhm, nochmal? Gerade und nochmal gerade. Jawohl. Ich höre auch, glaube ich, auf, Sie zu ärgern, okay? Mhm. Nochmal krumm machen. Jawohl. Nochmal krumm machen. Jawohl. Und nochmal. Wunderbar. Strecken. Mhm. Locker lassen. Und nochmal strecken. Na? Hier könnte was nicht in Ordnung sein. Gucken wir nochmal. Nochmal strecken. Doch, jetzt kommt's. Okay. Endglied, ne? Mhm. Prima. Pass auf, wir machen erstmal einen Verband drumherum und schicken ihn zum Röntgen. Eine weitere Patientin wurde mit dem Vermerk dringend aufgenommen. Sie hat neben anderen Tabletten den kompletten Inhalt einer Packung mit Schmerzmitteln geschluckt. In dem Moment, wo man sich umbringen möchte, gewisse Maßnahmen ergreift, ist tatsächlich die psychiatrische Erkrankung im Vordergrund. Und da wird der Patient kontrolliert mit den Vitalwerten und wird sicherlich auf Intensivstationen gehen. Und man schaut an, was das für Medikamente sind, die er zu viel eingenommen hat und entscheidet, ob beispielsweise der Magen ausgepumpt werden muss oder nicht. Oder ob man einfach die Wirkung der Medikamente abwartet, beziehungsweise gegebenenfalls Gegenmittel geben muss. Ja, der Patientin selbst ging es jetzt nicht so schlecht, trotzdem kommt es auf unsere Überwachungsstation, weil man ja, gewisse Wirkungen erst spät sehen kann. 7 der 8 Monitoringplätze in der Notaufnahme sind derzeit belegt. Zentral kann überwacht werden, wie es den Patienten geht. Wir müssen den Patienten beobachten und können aber nicht immer direkt am Patienten sein. Deswegen gibt es eine zentrale Überwachung. Und das heißt, die Monitorwerte, wo wir den Blutdruck messen, die Herzfrequenz, die Sauerstoffsättigung und auch die Atemfrequenz, das können wir uns zentral hier im administrativen Bereich anzeigen lassen, sodass die Pflege, die in dem Moment nicht beim Patienten ist, sofort sieht, ob es ein Problem gibt oder nicht. Und auch wenn der Monitor alarmiert, kommt das sozusagen an der Zentrale an und macht ein lautes Geräusch. Das nächste Warnsignal löst die Patientin mit den Herzinfarktsymptomen aus. Im Labor konnten wir den Herzinfarkt ausschließen, aber die Patientin berichtet uns, dass sie auf einmal schwindelig und übel wird, obwohl wir sie schon in der Schocklagerung haben, wo das Herz per se mehr Blut bekommt. Und dann sehen wir an unserer Überwachung, dass die Herzfrequenz auf einmal abfällt, wo es im Moment nicht ganz klar ist, warum. Das EKG ist soweit in Ordnung. Aber mit dieser Symptomkonstellation kann auch die Patientin bewusstlos werden, im schlimmsten Fall. Und das heißt, wir können sie auf keinen Fall nach Hause schicken. Sie wird bei uns bleiben und dann werden wir das Herz genauer uns anschauen müssen. Mit Ultraschall und vielleicht anderen Untersuchungen. Wir versuchen jetzt mit Medikamenten gegenzusteuern und man sieht schon,
es passiert leicht, dass der Herzschlag wieder ansteigt und ihr geht es auch vom Gefühl her besser. Auch der Patient mit den genähten Unterarmen wird wegen der Verletzung am Ohr stationär aufgenommen. Seine Arme zeigen im Röntgen keine Knochenverletzungen und die Wunden sind versorgt. Na, wir haben jetzt hier das Bett angemeldet sozusagen. Wir haben eine zentrale Bettendisposition. Und da kann ich jetzt am Computer anmelden, dass ich das Bett brauche auf der HNO-Station. Die sehen das automatisch und kümmern sich und suchen das Bett im Haus, sodass wir uns da jetzt nicht mit Telefonieren die Zeit verbringen. Auch die Röntgenbilder vom Kettensägeunfall sind inzwischen da. Also, im Röntgen, da sehen wir, dass am fünften Finger eine kleine Absprengung zu sehen ist. Das heißt, die Säge hat ihren Finger genommen und sehr verdreht und ein Stückchen ausgerissen. Ja. Das ist aber per se nichts Schwerwiegendes. Man muss das nicht operieren. Ja. Keine Schräubchen, keine Platten oder irgendwas einbringen. Nachdem die Wunden gesäubert und genäht sind, bekommt der Patient eine Schiene und einen entsprechenden Verband. Dann kann der sichtlich erleichterte Patient nach Hause gehen. Übermorgen soll er sich dem niedergelassenen Chirurgen vorstellen. Eine Woche später können ambulant die Fäden gezogen werden. Parallel zu den dringenden Fällen werden die weniger schweren Probleme behandelt. Mal treffen mehr und mal weniger Menschen in der Notaufnahme ein. Woran das liegt, ist nicht immer nachvollziehbar. Um die 40 bis 50, manchmal auch 70 Patienten. Brückentage sind da sehr beliebte Tage, wo wir auch komplett mit dem Personal hochfahren, auffahren. Wo wir tatsächlich zum Teil doppelt so viele Patienten sehen wie sonst. Ja, das klingt vielleicht gar nicht so viel, 40, 50 Patienten. Aber wenn es schwer erkrankte Patienten sind, haben wir dann tatsächlich viel zu tun. Ja, dann stellen wir die leichter Verletzten, leichter Erkrankten auch hinten an. Meist haben diese Patienten Verständnis dafür, dass es hier nicht nach der Reihe, sondern nach der Dringlichkeit geht. Am Ende freut sich jeder, nicht der schwerste Fall des Tages zu sein.